damit eine gewisse Zeit rausgeholt, kurzfristiger Natur. Man will wieder ein Vertrauen schaffen, rund um den Club für in Zukunft hineinzugehen. Und dort will man langfristige Szenarien, die man im Moment durchdenkt, eben anpacken. Szenarien, die nicht zwingend mit einem neuen Stadion zu tun haben und von dem abhängig sind. So, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kann ich nämlich fragen, was ich will, weil du willst ja sowieso etwas selber platzieren. Also stelle ich dir keine Frage, sondern gib dir einfach mal das Wort. Das habe ich gerne. Nein, ich denke, die Frage, die ich mir stelle, in dieser ganzen Angelegenheit, ist ja die. Es ist Januar und scheinbar hat ein Club schon kein Batzeli mehr im Tresor. Das heisst, irgendetwas läuft kreuzfalsch. Und ich meine, irgendwo muss man den Hebel ansetzen. Ich weiss nicht genau, wie das läuft mit der Lizenzverteilung in der Schweiz im Detail. Aber es kommt mir wirklich so vor, als könnte man irgendwie im August einfach mal beim SIAF vorbeilaufen und ein Couvert mit ein paar Gummibärchen reinrühren und dann kommt man die Lizenz über. Es kann, wir haben Mitte Saison. Ich meine, es klingt jetzt lustig, logischerweise, wenn ich das so sage. Aber ich meine, es betrifft extrem viele Spieler, es trifft Familien, die einfach jetzt ja, in einer sehr, sehr mühsamen Situation sind. Das sind einfach Sachen, das ist höchst unprofessionell in meinen Augen. Die Frage, die gebe ich gerne weiter aus Clubsicht. Was sagst du dazu, Thomas? Ja, also gewisses Missmanagement muss da rum sein. Ich meine, schlussendlich, ich glaube, gibt es aber auch noch andere Clubs, die einfach jetzt wirklich definitiv mal lernen müssen, dass man nicht mehr ausgeben kann, als dass man einnimmt. Es ist doch ganz einfach, wenn ich 20'000 Franken auf der Seite habe, dann kann ich nicht ein 30'000 fränkisches Auto kaufen, weil die Pneu kommen ja dann auch noch dazu. Und ja, das verstehe ich nicht. Und da gebe ich natürlich Sven recht, wir reden vom Januar von 1,2 Millionen. Und darum frage ich mich aber, man hat jetzt aus der Leverne gesagt, ja, positive Signal, ein bisschen provokativ, ist denn das wirklich ein positives Feedback, das wir aus Genf bekommen? Es wäre ja dann ein positives Signal, selbstverständlich, wenn damit jetzt eben eine Zukunft geschaffen werden kann, wo andere das übernehmen können. Aber noch immer ist der Jugendgenerik alleiniger Besitzer von dem Club, oder? Also dass die Situation bleibt und ich glaube, da kann man wirklich nur hoffen und damit, um das für den Moment abschließen, dass man eben in Genf dann wirklich eine langfristige Lösung findet, wie das der CEO vorher gesagt hat, wo eben ganz unabhängig davon funktioniert, ob jetzt die neue Halle sehr früh kommt oder eben vielleicht dann doch ein bisschen später.